Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir wollen hier jetzt mal den lebenden Tempel weiter betreten. Ich habe zum Glück vorhin noch gespeichert. Und jetzt bin ich, wir sind hier im dunklen Pfad. So heißt es zumindest. Und warum brennt es? Warum brennt hier Eis? Falle. Eins von beiden geht auf jeden Fall. Ja. Okay. Das ist geil gemacht worden. Das war geil. Definitiv eine Falle. Aber da war eine Kiste. Wow. Dafür bin ich hier gestorben. Speicher das, weil ich das nicht nochmal machen will. Perfekt. Speichern, da ich das nicht nochmal machen will. Wieder den Zauberbrecher. Ah! Jesper, da bist du ja. Da bist du ja. Fehlt nur noch Rauschebart. Hast du ihn irgendwo gesehen? Nein, vielleicht brauchst du noch eine Weile. Ja, aber... Warte mal. Hörst du das? Erstmal will ich wissen, was hier drin ist. Ob sich das lohnt? 66 braucht wenigstens das. Das ist seine Stimme. Er war schon vor uns da, hat aber nicht gewartet. Was zum Henker hat das zu bedeuten? Vielleicht war er einfach nur ungeduldig, das sehe ihm ähnlich. Ja, aber... komm, wir sehen uns das mal an. Speichern. Alter. Oh, ein Pfeilmann. Nem Lohem Sherat Granduje. Supan Fanara! Was zum... Hallo? Suyaranem Zoren! Veto! 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 Mami bereit. Suyaranem Lohem Sherat! Sie hat es mir gezeigt! Sie hat es mir gezeigt! Sie hat mir alles gezeigt! Wo
Wovon sprecht ihr? Wer hat euch was gezeigt? Sie! Der Tempel! Sie hat mich durch das Fenster der Zeit blicken lassen. Versteht ihr denn nicht? Ich habe es gesehen. Ich habe alles gesehen. Die Hohen, das Licht, das verbrannte Fleisch überall. Ihr habt was? Verbranntes Fleisch? Ja. Durch das Licht, es verbrennt uns von innen. Ich habe sie gesehen. Männer, Frauen, Kinder. Sie brannten wie die Sonne, so grell und... Warum hast du es mir gezeigt? Warum? Niemand sollte so etwas sehen müssen. Niemand. Ihr habt die Hohen gesehen? Ja. Und sie sind bei uns hier. Hier und jetzt, überall und immer. Wir können ihnen nicht entfliehen. Versteht ihr? Wir können nicht. Messer, ihr könnt nicht klar denken. Beruhigt euch. Dann nein! Bleibt fern von mir! Ihr versteht es nicht. Ihr könnt es nicht verstehen. Sie ist so traurig. So unendlich traurig. Und wütend, weil wir die Augen verschließen, anstatt zu sehen. Weil wir uns weigern zu begreifen. Was wollen wir nicht begreifen? Dass wir es sind. Wir sind die Sünde, versteht ihr? Und es gibt nur einen Weg, um es zu beenden. Was? Nein, nein! Steck das weg. Das ist doch Wahnsinn. Wahnsinn? Was wir tun, ist Wahnsinn. Das hier ist der einzige Weg, den Kreis zu durchbrechen. Ein Blick hat genügt, um zu verstehen, wie sehr sie leidet. Um zu wissen, dass es keine andere Lösung als den endgültigen Tod gibt. Ihr werdet es irgendwann begreifen. Auch ihr Fleischlose. Und nun müssen wir sterben. Es ändert nicht viel, aber vielleicht macht es sie glücklicher. Nur ein kleines Stück glücklicher. Konstantin? Verzeiht mir. Jetzt muss ich eine Brezel essen. Warum? Ja, das war unnötig. Wieso zum weisen Eremiten hat er das getan? Sein Blick. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ist er tot? Vielleicht haben die Hohen ihn von dem Besitz ergriffen? Du meinst, dass er besessen war? Ich weiß nicht. Haben die Besessenen nicht immer diesen Schimmer in ihren Augen? Und was sollte dieses Gerede von glücklich machen? Hat er den Tempel gemeint? Wir müssen dem Orden davon erzählen. Jetzt lass uns weiter. Zumindest die Mission sollten wir beenden, das sind wir ihm schuldig. Ist er tot? Wir sollten ihn zumindest bestatten. Ja, natürlich. Komm, sehen wir uns nach einer Schaufel oder etwas Vergleichbarem um. Beendet den Weg des Dunklen bestreiten. Und nun? Gehen wir weiter und suchen diese Unterbahn. Wir müssen die Mission beenden. Ich mochte den Alten. Ohne Frieden, Konstantin. Jesper? Hörst du das? Meeresrauschen. Puh. Die Natur holt sich zurück, was ihr gehört. Hoffen wir mal, dass die Tunnel der Unterbahn nicht ebenso überflutet sind. Hm.
Nicht, dass du jetzt auch besessen bist, Jesper. Ich mag dich. Warte mal. Ich kenne diesen Geruch. Bleib hier. Jesper? Nein. Warum soll ich jetzt hier bleiben? Ach, da ist er. Wo haben wir damals Jeros Frau gefunden? Wie bitte? Jeros Frau. Wo haben wir ihren Sarg damals gefunden? Bitte, tu mir den Gefallen und antworte mir. Tu es einfach. Im Haus des Magisters, im Keller. Was soll ich machen? Dann bist du es wirklich. Was? Wer soll ich denn sonst sein? Das wüsste ich selbst gern. Sieh es dir einfach selber an. Ich warte hier. Das Innere des Hauses ansehen. Lucy? Sirius? Sirius? Das war der mit dem... Warte mal, das war der, mit dem wir hierher gekommen sind. Ich möchte die Spion mitnehmen. Warte mal, warum liege ich hier? Bin das vielleicht wirklich ich und ich, der ich jetzt hier spiele, die Figur? Also die hier? Ist was anderes? Und? Irgendeine Erklärung dafür? Nicht im Geringsten. Es muss eine Illusion sein, ein Trugbild. Ja, natürlich. Das muss es sein. Alles andere ergibt keinen Sinn. Beim weisen Eremiten, sie lassen auch wirklich nichts unversucht. Das hier, das ist einfach falsch. Oh. Mit dir zusammenzuarbeiten ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Gelinde gesagt. Gehen wir einfach weiter. Das ist jetzt krass, dass wir da selber laden. Der lebende Tempel unterer Ebenen. Jesper, viel Spaß im Kampf. Schafft er wohl. Ich glaube an dich, Jesper. Gegen zwei solcher Dinger, ne.
Ich hoffe, ich erstmal übersteht das. Wie viel Leben hat der andere? So, den ersten haben wir. So. Gewicht 31. Und 6 Kilo können wir noch mitschleppen. Volltreffer. Das muss diese Unterbahn sein. Und sie ist noch intakt. Naturgewalten und Verlorene zum Trotz. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir das Ding zum Laufen kriegen. So wie es aussieht, müssen wir erst... Hoppala. Jesper, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ein Zug in der Skyrim Engine. Jesper? Da kann ich nicht rein. Jesper? Diese Person ist beschäftigt. Was muss ich finden? Die Stellhebel finden und umlegen, um das Tor zu öffnen. Ah, hier. Eins. Den hatten wir. Den hier jetzt. Okay, jetzt wurde Licht. Silberschwert nehmen wir nicht mit, wir können nicht mehr so viel tragen. Aber die nehmen wir mit. Okay, noch ein mehr. Okay.
Kommt in Lebensenergie. Dann helfen wir mal Jesper. Hat dir das deine Großmutter beigebracht? Dann ist noch einer. Auf jeden Fall mit. Okay, aber das finde ich nice hier. Hat auf jeden Fall irgendwas. Steig du schon mal ein. Ich sehe zu, dass ich den Zug irgendwie zum Laufen bekomme. Wenn du das meinst. Den Zug zum Laufen kriegen. Tada! Ja, ich bin gut, ich weiß. Wenn's irgendwann mit dem Söldnerdasein nicht mehr klappt, kann ich ja vielleicht beim Orden als Experte für pyräische Unterbahnen anheuern. Aber keine Garantie, dass uns die Bahn jetzt nicht in den nächsten Abgrund fährt. Naja, selbst mit diesem Ding ist es ein gutes Stück bis zur Halbmondinsel. Wir können es uns hier auf jeden Fall bequem machen. Wenn du das meinst. Entschuldige mein Misstrauen vorhin. Ich wusste einfach mit der Situation nichts anzufangen. Was hättest du getan, wenn ich mich nicht erinnert hätte? Versucht, mich umzubringen? Keine Ahnung. Und spar dir die subtilen Vorwürfe, in Ordnung? Wenn ich irgendwie falsch reagiert habe, dann tut mir das leid. Aber bitte, ich bin nicht derjenige, dessen Leichen in irgendwelchen alten Ruinen rumliegen. Entschuldige. Ich bin etwas am Rande meiner Kapazitäten, das merkst du sicher. Ich meine das nicht böse. Wenn die Hohen uns verwirren wollten, ist es ihnen jedenfalls gelungen. Du musst auf jeden Fall dem Großmeister davon erzählen. Vielleicht hat er eine Erklärung dafür. Und das mit Konstantin... Naja... Wir dürfen uns das jetzt nicht zu nahe gehen lassen. Was zählt, ist nun erstmal die Mission. Und immerhin bleibt die spannend. Zwei mutige Abenteurer, die in irgendetwas reingerutscht sind, was sie nicht ansatzweise verstehen, durchkämmen alte Ruinen auf der Suche nach Schätzen. Du wirst lachen, aber irgendwie erinnert mich das an früher. An meine Kindheit. An deine Kindheit? Natürlich nicht der Teil mit den seltsamen Leichen und den wahnsinnig gewordenen Magiern. Meine Schwester und ich, wir sind früher auch immer Höhlen erforschen gegangen, als wir noch in unserem Anwesen nahe der Wüste gelebt haben. Vater hat uns natürlich immer ordentlich gerügt, wenn er davon Wind bekommen hat. Gelassen haben wir es natürlich trotzdem nicht. Ich wusste gar nicht, dass du eine Schwester hast. Ja, das habe ich dir nie erzählt. Adila und ich haben auch nicht mehr viel miteinander zu tun. Vermutlich, weil wir nach dem Tod unseres Vaters irgendwie die Bindung zueinander verloren hatten. Okay. Den Tod als... Und dem meiner Geschwister. Genau genommen sind meine Schwester und ich die einzigen Überlebenden der Dalvareks. Alle anderen wurden ermordet. Das zu hören. Muss es nicht. Aber ich weiß die Geste zu schätzen, also danke. Auf eine traurige Art und Weise ist ein Teil von mir sogar froh, dass es geschehen ist. Es hat mich damals erwachsen gemacht. Und mir gezeigt, dass es Charakterzüge gibt, die eine Tendenz haben, das Leben drastisch zu verkürzen.
Welche zum Beispiel? Starsin. Mein Vater war Richter im Tribunal, weißt du? Er war ein harter Mann, der spätestens nach dem Tod unserer Mutter nur noch für eines lebte. Seine Prinzipien. Gerechtigkeit kennt keine Kompromisse. Das war sein großes Credo. Egal wer der Angeklagte war, mein Vater begegnete ihnen allen gleich. Damian Dalvarek. Der Inbegriff der Gerechtigkeit. Klingt nach einer extremen Einstellung. Das klingt doch eigentlich erstrebenswert. Für die meisten war es das, ja. Eines Tages stand der Sohn eines Arke Erhabenen vor den 12 Richtern. Valencio Doran. Er hatte 2 Huren ermordet und fühlte offensichtlich keinen Funken Reue. Du kennst diese Sorte Mensch. Diejenigen, die denken, Geld und Macht seien ein Freibrief für alles. Ich kann mir denken, wie es weitergeht. Natürlich kannst du das. 11 von 12 Richtern stimmten für den Freispruch, weil jeder wusste, dass Valencios Vater Beziehungen zu Ralata hatte. Nur mein Vater blieb natürlich standhaft. Eine Woche später wurde unser Anwesen von 4 Unbekannten überfallen, die jeden Anwesenden töteten. Angestellte, Torwächter, meine 2 jüngeren Brüder, einfach alle. Offiziell waren es natürlich nur Banditen, die rein zufällig mit Schwertern aus Schattenstahl unterwegs waren. Meine Schwester und ich überlebten nur, weil wir uns mal wieder für eine Entdeckungsreise außer Haus geschlichen hatten. Irgendwie ironisch, nicht? Furchtbar, weil Ihnen war das ist schrecklich. Schrecklich? Nichts daran ist schrecklich. Es war die einzig logische Konsequenz von Vaters starrsinnigem Handeln. Und was hat es am Ende geholfen? Nichts. Valencio sitzt vermutlich gerade in irgendeinem Bordell und lässt es sich gut gehen. Aber es hat keinen Sinn, sich darüber zu ärgern. Weißt du warum? Weil das einfach die Regeln sind, nach denen diese Welt funktioniert. Es gibt keine göttliche Gerechtigkeit. Kein System, nach dem sie entscheidet, wer lebt und stirbt. Es gibt nur Entscheidungen und ihre Folgen. Und genau deshalb macht es auch keinen Sinn, für höhere Ideale und Prinzipien zu kämpfen. Weil es dir erstens verdammt nochmal niemand danken wird. Und zweitens, weil Menschen einfach dumm sind. Egal, was man versucht zu bewegen, am Ende sorgt die universelle Dummheit der Menschen ohnehin dafür, dass es wieder zerstört wird. Kämpfe für den Moment. Dessen Wahrhaftigkeit kannst du dir wenigstens sicher sein. Also, du findest, dass dein Vater nichts hätte tun sollen? Erstmal, was dein Vater getan hat, war das Richtige. Was soll das heißen, die Menschen sind dumm? Ist das nicht arg verallgemeinert? Vermutlich ging es deinem Vater am Ende mehr darum, seine Prinzipien durchzuziehen, als gerecht zu sein. Den beiden bin ich nicht zufrieden. Vermutlich ging es deinem Vater am Ende mehr darum, seine Prinzipien durchzuziehen, als gerecht zu sein. Absolut. Wenn er diesen Schnösel unbedingt hätte tot sehen wollen, hätte es andere Wege gegeben. Gift, ein Unfall, ein gedungener Mörder. Etwas gesunder Menschenverstand, das wäre alles, was man gebraucht hätte. Aber nein, das war ja gegen das Konzept, gegen seine ach so großartigen Prinzipien. Adila und ich waren noch jung, als das geschah. Eine befreundete Familie nahm uns auf. Und meine Schwester trat dem Orden der Apothekari im Nordwindgebirge bei. Aber sprechen können wir seither nicht mehr miteinander. Sie hat eine Mauer aus Eis um sich errichtet und flüchtet sich in alte Familienbücher und Erinnerungen. Wie auch immer. Genug von mir. Was ist mit dir? Du bist auch weise, richtig? Wie kam es dazu? Den Teil deiner Vergangenheit hast du bisher immer ausgelassen. Das ist eine lange Geschichte. Wo soll ich anfangen? Du hattest mir bisher nur erzählt, dass der Schöpfertempel etwas damit zu tun hatte. Aber was genau ist passiert? Verstehe. Das mit den Träumen kenne ich. Ich hatte lange Zeit einen ähnlichen. Ich war in einer Art Halle, fast wie ein Tempel, nur dass überall Sitzreihen und Bänke waren, wie in einem Gerichtssaal. Mein Vater saß auf der Richterbank. Aber er war eine Leiche und alle Zuschauer und die Geschworenen sahen aus wie er.
Wie auch immer, es kam zu diesem grotesken Prozess, in dem er mir vorwarf, meine Pflicht für die Familie nicht erfüllt zu haben. Und endete immer damit, dass ihm die Haut vom Gesicht schmolz wie heißes Wachs. Verstörend, ich weiß. Mit der Zeit haben die Träume dann aufgehört, weil mir jemand geholfen hat. Nun ja, genug Düsteres für heute. Wir sollten uns jetzt noch etwas hinlegen. Es liegt noch eine ganze Menge vor uns. Ich sage das nicht häufig, aber ich mag es, mit dir zusammenzuarbeiten. Du bist in Ordnung, wirklich. Ich bin etwas sprachlos. Bin ich heute bei der Aufnahme? Aufwachen, schönes Fräulein. Wir sind angekommen. Wie fühlst du dich? Müde. So wie man sich fühlt, wenn man seine eigene Leiche gefunden hat, schätze ich. Den Umständen entsprechend. Wie lange sind wir gefahren? Das ist irgendwie das, was ich im Normalfall sagen würde. Deswegen würde ich eher diesmal das... Verstehe ich. Komm, lass uns mal rausgehen. Jetzt mal folgen. 3 Sterne. Okay, alter Bahnhof. Scheint, als hätte man uns einen Empfang vorbereitet. Das ist aber richtig viel. Und ohne Musik. Einfach gar nicht. Noch einmal. Jesper? Ich glaube, ich muss wieder was essen. Wo ist die Mucke hin? So, die Pfeile nehmen wir auf jeden Fall mit. Da ist ja noch so ein Zug. Wo bin ich? Halbmondinsel. Wie soll ich dir bitte... Hä? Wie soll ich jetzt bitte hier in Arzt sein? Noch mehr Panzer. Auch ich glaube, das ist... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vor allem das in der Skyrim Engine.
Also in der Creation enden. Na, nenn mich doch einen schwangeren Leoren. Das ist tatsächlich die Halbmondinsel. Ich glaub's nicht. Und das da vorne ist wohl Taranor Koarex Lager. Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Wenn sie dann einen von uns erwischen, hat der andere immer noch eine Chance. Hier ist deine Silberplatte. Ich werde es von Osten aus versuchen, geh du von Westen aus ran. Und ja, nicht erwischen lassen oder den Helden spielen, in Ordnung? Gegen eine ganze Armee hast selbst du mit deinen Gaben keine Chance. Was wäre denn geeigneter Ort für die Silberplatte? Naja, eigentlich überall. Aber ein Offizierszelt oder gar das Zelt ihres Anführers wäre natürlich perfekt. In Ordnung, legen wir los. Wir treffen uns bei Dämmerung wieder, genau hier. Viel Erfolg. Und tu mir den Gefallen und sei vorsichtig. Speichern. Die Silberplatte im Lager der Neremesen positionieren. Ist das Nere? Ich finde das gerade echt krass, wo wir hier jetzt sind. Und wenn sie sich weigern? Dann heißt das Krieg. Die Götter haben die Welt lange genug verpestet. Dir ist klar, dass das den Tod tausender Unschuldiger bedeuten würde. Unter Götzenkranken gibt es keine Unschuldigen. Religiosität ist eine Weltanschauung. Weltanschauungen sind nicht angeboren. Man entscheidet sich jeden Tag aufs Neue. Schuldig wie der Tyrann. Aber das sind alles noch ungelegte Eier. Sehen wir mal, wie unsichtig sich dieser alte Narr zeigt. Wer entdeckt die gerade? Ich. Ich will mal versuchen, hier durchzuschleichen, ohne entdeckt zu werden. Alter. Wecker. Einmal vielleicht nochmal speichern. Oh, das ist ein Bär. Sieh mal einer an. Das Gossenkind hält sich wacker. Ihr? Ihr seid die Wesen aus dem Traum, die Ohren? Was wollt ihr? Ein sprechender Bär. Und wenn ihr Bärenstinkt bewegen wollt, müsst ihr noch etwas üben. Er ist ein Traum, jetzt irgendwelche Tiere, durch die ihr zu mir sprecht? Warum Puppenspiel? Habt ihr Angst? Ob wir Angst haben? Ihr amüsiert uns, wisst ihr das? Wie ihr nicht aufgeben wollt. Wie ihr euch weigert, die Aussichtslosigkeit eures Kampfes einzugestehen. Aber dennoch, ihr seid weit gekommen. Ihr habt den Ziegelstein entfacht und das Leuchtfeuer gefunden. Und das erhaltet uns. Nichts ist schöner als eine Ernte, die sich wehrt. Das macht es so viel spannender. Daher also unser Angebot, Prophetin. Stellt uns die Fragen, die euch auf dem Herzen brennen, und wir schwören euch wahrheitsgemäß zu antworten. Oder ihr geht. Es liegt bei euch. Lügen könnte jemand anderem, wenn es ihn vergisst hat. Schön, fangen wir mit der Frage an, warum ich euch auch nur eine Sekunde lang glauben sollte, dass ihr die Wahrheit sagen werdet. Das müsst ihr entscheiden. Los, Gossenkind, fragt oder geht. Brennen werdet ihr in jedem Fall, aber manchmal ist die Hoffnung auf Rettung allein schon etwas wert. Warum
frage mich, warum bin ich einer der Boten geworden? Nee, das läuft vorher, diese Maschine. Was ist das wirklich? Das, wofür ihr es haltet. Eine Waffe, mit der ihr all das hier beenden könnt. Sollt ihr euch dann nicht fürchten? Furcht, Hass, Freude. Ihr unterstellt uns menschliches Denken, Prophetin. Aber eine wahre Gottheit ist kein einfacher Mensch, der Blitze um sich werfen kann, so wie eure Lichtgeborenen es waren. Ein wahrer Gott ist ein Zustand, dessen Existenz allein die Realität nach seinem Willen formt. Vor euch waren so viele, und so viele haben die Waffe gefunden. Aber dennoch sind wir, und die Läuterung steht bevor. Was sagt euch das? Dass mich euer kryptisches Geschwaffel zu langweilig beginnt, dass ihr mächtig seid, es ist vollkommen einerlei. Wir werden euch aufhalten. Wie pathetisch. Aber los, haltet an dem Gedanken fest, wenn er euch Kraft gibt. Und warum ich? Warum bin ich einer der Boten geworden? Wir wissen, was ihr nun hören wollt. Dass ihr besonders seid. Dass ihr es schon immer wart. Aber dem ist nicht so. Ihr wart einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Und die Wahrheit ist, dass ihr uns unsere Aufgabe erleichtert. Ihr seid schwach. Warum sind die Nerimesen hier? Sie wollen das Leuchtfeuer zerstören. Amüsant, nicht wahr? Sie nehmen uns die Arbeit ab. Aber warum? Wissen Sie vom Zyklus? Ja, aber Sie sind naiv. Sie halten die Läuterung für etwas Gutes und glauben, sie wird kommen, um die Menschheit auf eine höhere Stufe zu erheben. Evolution, so nennen sie es, so wie die Echse zum Drachen und ihr Vogel zum Myrrhan wurde. Und ihr Anführer, Taranor Kuarak, hält sich für einen der Boten, wie ihr es seid. Ihr meint, ihr sei auserwählt. Er meint? Ist er denn einer der Boten? Und ist das das, was ihr wollt, uns auf eine höhere Stufe erheben? Boah, ich weiß jetzt nicht, ob ich beides fragen kann. Seid ihr denn so blind? Wir sind die Boten der Bestimmung, die Konstante des Seins, vor der sich die Zeit verneigt, der Traum eines Toten, der nun Wahrheit wird und euch zu eurem Untergang geleiten wird. Warte mal, ich will noch mal, Ja. Evolution, so nennen sie es, so wie die Echse zum Drachen und ihr Vogel zum Myrrhan wurde. Und ihr Anführer, Taranor Kuarak, hält sich für einen der Boten, wie ihr es seid. Ihr meint, ihr sei auserwählt. Er meint, ist er denn einer der Boten? Nein, genauso wenig wie der alte Arantial. Kuarak hält sich für einen Heilsbringer aus, erfuhren die Menschheit in ihre glorreiche Zukunft zu führen. Dabei begreift er nicht, dass er ein Opfer seines eigenen Stolzes ist. Wir sind ihm nie erschienen, nicht wie euch. Ihr seid die einzige von Gewicht in diesem Spiel, Prophetin. Warte mal. Thealor hat die Hohen nie gesehen. Der andere hat nie die gesehen. Also nur wir jetzt? Kann ich denen das glauben? Schön. Nun Kusch, setzt eure fruchtlose Suche fort. Und entschuldigt den Schmerz. Jetzt! Was? Herr, sie ist wach. Sehr gut. Zu eurer Linken ist mein Leibwächter Samael, jahrzehntelang Meister der Arena Ostians. Und zu eurer Rechten Klingenmeisterin Alma Sordan,
die begnadetste Schwertkämpferin des nerimesischen Nordens. Des Weiteren wartet draußen eine ganze Garnison Elite-Soldaten. Kann ich mich also darauf verlassen, dass ihr keine Dummheiten machen werdet? Ich will mich von Angesicht zu Angesicht mit euch unterhalten, wie zivilisierte Menschen es tun. Habe ich überhaupt eine Wahl? Ich schätze, Niederschlagen, Fesseln und Knebeln zählt auch zu eurem Verständnis einen zivilisierten Miteinander. Nein, genauso wenig wie sich in ein fremdes Lager zu schleichen. In dem Sinne sind wir also quitt. Übrigens halten wir euren Kumpanen im Zelt nebenan gefangen. Wir werden eure Aussagen miteinander abgleichen. Sagt also besser gleich die Wahrheit. Samael, nimm die Binde ab. Wohlan denn. Ich bin Taranor vom Blute Koarek, ehemaliger Herrscher Kabaets und nun Repräsentant der freien Völker Nerims. Wie ihr aber zweifelsohne schon wisst. Wer seid ihr? Warte mal, die freien Völker Nerims? Korrekt. Der Bürgerkrieg ist vorbei und Nerim ist wieder ein Ganzes. Und zwar eines, das frei von Fremdbestimmung und falschen Göttern existiert. Wir folgen keinem Monarchen mehr und wir beten zu keinen Götzen mehr, anders als das Land, aus dem ihr kommt. Aber schweifen wir nicht ab. Wer seid ihr? Wir könnten lügen, oder... Kann ich ihm glauben, dass die Jesper haben? Ich sag erstmal Lu. Warte mal, er hat doch. Kann er das hören? Ich probier's mal. Oder verstehe. Und wer hat euch geschickt? Und warum? Werde ich mich nicht ohnehin töten? Stellt euch vor, nein. Ich bin kein Schlechter. Und obwohl ich euch nicht garantieren kann, dass ihr dieses Verhör überlebt, schwöre ich euch, dass eure Kooperation die Chancen darauf drastisch erhöht. Und überhaupt, wenn ich das hätte tun wollen, hätte ich das längst schon getan. Also, wer hat euch geschickt? Ich bin von einem Artefaktsammler geschickt worden. Der Heilige Orden schickt mich, er will wissen, warum ich hier stelle. Ich glaube, Jesper lügt auch. Ich würde sagen, ich lüge mal. Ein Artefaktsammler? Aber doch nicht etwa der alte... Herr, ich denke, das solltet ihr euch ansehen. Natürlich. Wir waren so frei und haben euch eure Habseligkeiten entledigt. Wenn ihr mich also kurz entschuldigen würdet... Im Namen der Freiheit. Eine Silberplatte mit dem Emblem des Ordens. Nur ein dummes Lamm lügt dem Wolf ins Gesicht. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Samael, tu deine Pflicht. Was? Ist vorbei. Kann ich mich also darauf verlassen, dass ihr keine Dummheiten machen werdet? Ich will mich von Angesicht zu Angesicht mit euch unterhalten, wie zivilisierte Menschen es tun. Habe ich überhaupt eine Wahl? Nicht wirklich, nein. Übrigens halten wir euren Kumpanen im Zelt nebenan gefangen. Wir werden eure Aussagen miteinander abgleichen. Sagt also besser gleich die Wahrheit. Samael, nimm die Binde ab. Wohlan denn. Ich bin Taranor vom Blute Koarek, ehemaliger Herrscher Kabaets und nun Repräsentant der freien Völker Nerims. Wie ihr aber zweifelsohne schon wisst. Wer seid ihr? Lügen, Surta Sommerstein. Verstehe. Und wer hat euch geschickt? Und warum? Komm, der Heilige Orden schickt mich. Er will wissen, warum ihr hier Stellung Wie vermutet. Und wie genau... Herr, ich denke, das solltet ihr euch ansehen. Natürlich. Wir waren so frei und haben euch eure Habseligkeiten entledigt. Wenn ihr mich also kurz entschuldigen würdet.
Wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann muss ich einen früheren Speicherstand laden. Eine Silberplatte. Ich verstehe. Die beiden sollten uns ausspionieren. Dann töten wir sie. Nein. Sie war ehrlich. Und ich stehe zu meinem Wort. Und eigentlich... Eigentlich habt ihr uns gerade einen Gefallen getan. Mit den Platten können wir Arantheal unser Angebot unterbreiten, ohne uns dabei in Gefahr zu begeben. Was meint ihr? Was sind das für Platten? Alte Artefakte der Pyräer. Ihre Magie funktioniert wie eine Art Hörmuschel, könnte man sagen. Sie übertragen Klänge von der einen Platte zur anderen. Tja, und ich vermute stark, dass um ihr Gegenstück versammelt gerade Thealo Arantheal und Narazuls verräterische Erben höchstpersönlich sitzen und darauf warten, dass jemand diese Platte aktiviert. Samael, kannst du das für uns tun? Hervorragend. Dann aktiviere sie. Ich werde mit dem alten Arantheal sprechen. Wollen wir hoffen, dass er zum ersten Mal in seinem Leben zuhört. Ansonsten wird das hier kein gutes Ende nehmen. Thealo Arantheal! Ich weiß, dass ihr da seid und mich hört. Wieso lassen wir also die Spielerei nicht einfach? Wie ihr wünscht, Großmeister. Ihr könnt schweigen. Nur solltet ihr euch darüber im Klaren sein, wer für eure Arroganz bezahlen wird. Habt ihr euch am Krieg noch nicht satt gesehen? Nach 2 Dekaden? 2 Dekaden Krieg, die durch die Unterdrückung eurer falschen Götter erst notwendig geworden sind. Oder wollt ihr das leugnen? Ist das der Grund, dass ihr mich sprechen wolltet, Koarek? Um mir Anschuldigungen an den Kopf zu werfen? Nein. Nein, das wollte ich nicht. Wir sprechen, weil ich euch eine Chance geben will. Wir wissen, dass ihr gegen die Hohen kämpft. Und dass ihr versucht, das Leuchtfeuer zu rekonstruieren, weil ihr sie aufhalten wollt. Was angesichts dessen, dass die Läuterung das Ende allen Lebens bedeutet, Sinn ergibt, findet ihr nicht? Nicht, wenn man verstanden hat, was die Hohen wirklich sind und was sie bedeuten. Nämlich Evolution. Den Aufstieg der Menschheit auf eine höhere Ebene. Bitte? Betrachtet doch mal für einen Augenblick die Fakten. Es gibt keine Beweise dafür, dass die Läuterung, wie auch immer sie aussehen mag, gewaltsam ist. Ja, die Pyräer sind verschwunden. Aber woher wisst ihr, dass sie nicht einfach an einem anderen Ort sind, dass sie sich transformiert haben? Die Hohen sind nicht unsere Feinde, Arantheal. Sie sind der nächste Schritt der Evolution. Die Boten unserer Bestimmung, mehr zu sein als nur die einfältigen Wesen, die wir die letzten Jahrtausende waren. Und das ist die Läuterung wirklich, versteht ihr? Der Zeitpunkt, an dem die Menschheit sich von alten Lastern befreit, vereint und eine höhere Existenzebene erreicht. Ja, das ist absurd. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Seit die Götter nicht mehr sind, senden mir die Hohen Träume, in denen ich die Zukunft sehe, die uns erwartet. Und es ist die Wahrheit, ob ihr es nun akzeptiert oder nicht. Der Mensch ist nicht dazu bestimmt, Mensch zu bleiben. Durch die Hohen werden wir Götter sein, wahre Götter, nicht die Götzen, denen ihr gedient habt. Menschen sterben, Koarek. In jedem Winkel Winds herrscht Krieg und Tote steigen aus ihren Gräbern. Was auch immer ihr geträumt habt, sind das für euch die Anzeichen eines Aufstiegs? Ich weiß von dem roten Wahnsinn. Aber habt ihr jemals in Betracht gezogen, dass auch er einem Muster folgt? Dass er nur bestimmte Menschen befällt? Wen? Menschen, die mit Fesseln denken. Menschen, deren Geist nicht frei ist und die von Aberglauben und Ignoranz beherrscht werden. So wie euer Volk, dem ihr die Wahrheit vorenthaltet. Ihr wollt sagen, der rote Wahnsinn befällt nur Menschen, die noch an die Götter glauben? Religiosität ist ein Denkmuster. Eines, das Irrationalität über Vernunft stellt. Menschen mit diesem Muster sind nicht bereit für den Aufstieg. Und der rote Wahnsinn ist nichts als eine Methode, sie auszusieben. Eine natürliche Auslese, wenn ihr so wollt. Deshalb seid ihr auch nicht betroffen, weil ihr die Lüge kennt, die ihr und eure Götter all die Jahre verzapft haben. So ein Unfug. Es gab schon im Orden Fälle des roten Wahnsinns. Und wir haben gesehen, was die Läuterung bringt. Wir haben die Schriften der Pyräer studiert und sind sogar in ihre Erinnerungen gereist.
Und was uns blüht, ist die totale Vernichtung, kein verfluchter Aufstieg. Hört euch an, Korek, ihr redet wie ein verrückt gewordener Prophet. Ist es das, was ihr sein wollt? Ihr reagiert wie erwartet. Na schön, werdet ihr wenigstens unser Angebot hören? Sprecht. Die freien Völker Nerims werden dafür sorgen, dass die Läuterung geschieht. Wir werden verhindern, dass ihr und euer rückständiges Denken der Menschheit erneut den Fortschritt versagt. Deshalb werdet ihr, wenn ihr keinen Krieg wollt, den Bau des Leuchtfeuers einstellen und eurem Volk endlich die Wahrheit über die Götter erzählen, damit auch sie aufsteigen können, wenn die Zeit gekommen ist. Ihr habt es schon gesagt, Arantheal. Diese Welt hat genug Krieg gesehen. Erspart ihr einen weiteren. Ich würde, wenn ich könnte. Aber wenn das eure Forderungen sind, dann nein. Dann werden wir euch dazu zwingen müssen. Macht euch klar, dass das Blut bedeuten wird, Arantheal. Unschuldiges Blut. Das und Gespräch das nur, weil... ist beendet. Elender Narr. Alma, bereite den Angriff vor. Er hat es nicht anders gewollt. Ja, mein Herr. Was tun wir mit den Gefangenen? Die Spione. Richtig. Es herrscht nun Krieg. Und eigentlich müsste ich euch töten lassen. Aber ich bin ein Mann von Ehre und ich habe euch Gnade gegen Wahrheit versprochen. Also lasse ich den Zufall entscheiden. Samael, betäube sie und bring sie und ihren Kumpanen auf ein Floß. Wenn sie überleben, dann hat es so sein sollen. Und wenn nicht, dann auch. Die nachfolgende Quest könnte nicht korrekt gestartet werden. Speichere jetzt das Spielstart in Rel neu und lade dann die gerade angelegten Spielstand neu und warte für 10 bis 20 Sekunden. Würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.